Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt geht es wieder Bonjour Livestream mit mir, Niklas. Und heute mit dabei ein vielleicht für einige neues Gesicht. Hallo, ich bin Yoshi, ne? Ich spiele Counter-Strike und ich werde ihm heute zeigen, wie man Counter-Strike vielleicht ein bisschen besser spielt. Und ja, ich habe mir da was ausgedacht. Er weiß nämlich noch gar nicht, was er machen soll. Wie, willst du jetzt direkt anfangen? Du kannst... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen reden. Ach so, ja. Ich wollte nur kurz erklären, was wir überhaupt hier machen. Ja, mach mal. Ich habe noch einen Kaffee von Elena. Ja, du wirst heute spielen. Einfach nur so. Und ich werde auf dem zweiten Rechner quasi auch spielen, aber nicht mit dir, sondern ohne irgendwen. Und wenn du einen Fehler machst, zeige ich dir, wie man es richtig macht. Das verstehe ich nicht. Du wirst es verstehen. So, wie geht's dir so? Hey, Moment mal, also wir spielen zusammen in einer Partie oder was? Nein, 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 du spielst alleine. Du gehst in die großen Gefilde des Solo-Queues. Ja. Und haben wir schon gesagt, dass wir Counter-Strike spielen eigentlich? Ja, das haben wir schon gesagt. Okay, wir spielen Counter-Strike. Also ich spiele halt Solo-Queue. Okay. Richtig. Ja, aber bevor wir das machen, lieber Joshua, müssen wir erst einmal herausfinden, wie dieses Format heißt. Ja. Und zwar habe ich dazu gerade etwas getweetet. Hier. So, wir begrüßen euch zu Teach Me Senpai. Ja? Ihr hattet die Chance abzustimmen. Was steht denn da noch? Coach me if you can und teach me if you can. Ja, was hättest du, findest, waren halt noch zur Auswahl. Ja, aber Catch Me If You Can war schon ein guter Film, aber für einen Titel reicht das nicht. Aber das ist catchy. Ja, aber Teach Me Senpai ist auch Medal of Honor catchy. Ist ja auch nur wegen Medal of Honor catchy. Und denkt man so, hä, warum kenne ich das? Und dann sagt man das und so, ah ja, deswegen kenne ich das. Das ist Tricks hier, psychologische Tricks. Ja, aber wir haben uns jetzt festgelegt. Teach Me Senpai ist dieses Coaching-Format. Und das wird es nicht nur mit mir und Yoshi geben, sondern dieses Format soll möglichst viel Abwechslung bringen. Ja? Wir möchten verschiedene Spiele spielen. Also neben Counter-Strike wird es das auch in StarCraft, in Hearthstone, in Dota vielleicht, in vielleicht, was gibt es noch so? Tetris. Du bist Tetris-Profi. Ich bin Tetris-Profi. Ja, das wissen viele gar nicht. Niklas ist richtig krass in Tetris. Ich habe das noch nie jemandem gezeigt, wie krass ich in Tetris bin. Doch klar, du hast bei dem Opening von Call of Duty, glaube ich, hast du einmal eine Tetris-Sequenz. Das geht 3 Sekunden oder so. Ja, da hat man schon gesehen, wie krass du bist. Du hast da einfach mal 20 Blöcke gesetzt in diesen 3 Sekunden. Ja, da war so ein großer Turm und habe ich nur 2 lange Links reingemacht. Aber das Krasse ist ja, da überhaupt erstmal hinzukommen, damit diese langen Links platzieren kann. Aber das erzähle ich dir in der Teach Me Senpai-Ausgabe von Tetris. Nee, aber wir werden alles Mögliche spielen. Wir wollen auch möglichst viele Pro-Gamer hier einladen. Yoshi selbst ist ja, du bist ja eigentlich auch Hobby-Pro-Gamer, nein, kann man das sagen? Nein, eigentlich bin ich bin, es gibt immer bessere, sage ich mal. Ja, aber du bist ja trotzdem in allen Spielen, die du irgendwie anfängst, bist du immer sofort krass, habe ich das Gefühl. Warum? Weil ich wahrscheinlich viel Zeit da rein investiere. Und das alles? Weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen Talent. Kommt drauf an, das richtige Mindset. Also ich spiele halt, ist ja nicht nur just for fun, sondern vor allem auch spiele ich sehr häufig für den Sieg einfach. Ja. Und dafür muss man sich halt ein paar Sachen aneignen und auch halt über seine Fehler hinweggehen und immer weiter pushen. Seine Skills. Wer sich noch erinnert, der Song, wie ist der Titel, das Leben eines Tryharders, den wir zwischendurch immer bei den vorigen Streams, auch beim Bonjour Cup in den Pausen hatten, der ist ja von dir. Das ist ja dein Song. Ja, ja, stimmt, habe ich gemacht, einfach so. Also Yoshi ist Global Lead in Counter-Strike, ist Grandmaster-Spieler in StarCraft, nee, bist du nicht. Nee, ich war aber Master-Spieler innerhalb von 23 Games. Wie? Ja, ich habe 23 Ladder-Matches gemacht und war Master. Und hast vorher nie gespielt? Ich habe gegen Bots und ich habe Age of Empires gespielt. Auch sehr gut. League of Legends hast du auch High Level gespielt. Was war da los? Ja, League of Legends ist halt League of Legends. Das ist, da muss man so viel Zeit rein investieren. Ich bin zwar weit gekommen, aber dementsprechend auch wieder weit gefallen, wenn man aufhört. Ich habe halt dann Counter-Strike gespielt und habe gemerkt, ich habe jetzt neulich wieder League of Legends gespielt. Ja. Habe ich ranken lassen. Hab erstmal, da gibt es ja diese 10 Placement-Matches, habe ich erstmal 8 verloren und 2 gewonnen. Und komme dann so Gold 1.
Das ist wie bei StarCraft ungefähr, genau dieselben Edelmetalle. Ja, du bist ja gar nicht so gut in League of Legends. Nee, ich habe mich wieder hochgearbeitet auf Platin, aber das ist schon low. Jetzt gerade bin ich nicht mehr gut, würde ich sagen. Was ist eigentlich mit Dings, Overwatch? Ich habe mir Overwatch geholt vor ein paar Tagen und bin jetzt, muss Level 25 sein für Ranked. Ich bin Level 16 und Overwatch ist schwierig. Bei Overwatch fehlt mir so das Feedback, ob man was gut gemacht hat oder nicht. Da gibt es halt quasi nicht so viel. Man hat nur seine eigene Statistik und Goldmedaillen, die man sammeln kann. Okay, man hatte die beste Heilung, den besten Schaden, die besten Eliminations. Aber was bringt wirklich was, um das Game zu gewinnen? Da fehlt mir ein bisschen der Anschluss. Nachdem wir ja gestern das erste Mal das CSGO-Format gemacht haben, Safe Call, unser Teamformat, wo du ja unser Coach bist auch, habe ich mir überlegt, weil es einfach so verdammt viel Spaß gemacht hat und weil es etwas ist, was niemand anderes zeigt auf Twitch oder im Livestream überhaupt, halt ein Teamformat, was hochgecoacht wird von wirklich fähigen Leuten, habe ich überlegt, dass wir vielleicht sogar dasselbe in Overwatch angehen. Weil, also wir hatten ja erst announced diesen Dienstag beim Streamstart, dass Matteo und ich sowas wie Mantle of Honor in Overwatch machen wollen, also Duo-Queue. Ich glaube, das könnte aber auch sehr, sehr cool sein, wenn wir einen vollen Sechser-Stack haben und ein, zwei Leute beauftragen, eben zu recherchieren und dann eben Strategien und so weiter einzustudieren mit dem Team. Zum Beispiel du und Leon als Coaches. Könnte man machen. Leon heute auch schon gefragt. Aber dafür muss noch so die Flamme, die Leidenschaft für Overwatch bei mir entstehen. Das einfach so Strategien machen, das muss halt erstmal kommen. Das ja, wir können es ja ausprobieren. Wir keinen Spaß. Ich habe Overwatch selbst noch gar nicht gespielt. Ich gucke es immer noch ab und Hattest zu. Hattest du keinen Beta-Zugang? Ich glaube schon, aber ich habe den nicht genutzt. Ich habe den, glaube ich, jemand anderen bei uns im Team gegeben, weil ich selbst keine Zeit und kein Interesse zu dem Zeitpunkt hatte. Wobei Interesse schon, aber ich habe zu dem Zeit, glaube ich, noch aktiv, also in dem Moment, StarCraft trainiert. Nun gut, jetzt aber, Teach Me Senpai, ich bin der Noob heute, ja. Ich bin der Senpai. Yoshi heute. Ist der Pro. Wir spielen Counter-Strike und jetzt darfst du mir erzählen, was ich machen muss. So, das Ding ist, ich muss mir angucken erstmal, wie du überhaupt spielst. Weißt du schon, wie ich spiele? So grob, wir haben vor einem Jahr mal ein bisschen gespielt, aber dann hast du ja aufgehört. Und ich habe mir gestern nochmal die Replays angeguckt und geschaut, aber ich habe mir nicht nur dich angeguckt, ich habe mir auch Matteo angeguckt und Jens, wo es bei euch noch so hapert. Ja, die sollst du auch ein bisschen coachen die nächsten Wochen, immer mal so Einzelcoaching. Ja, mache ich. Vor allem Matteo. Matteo wird besser. Ich habe Matteo die Auflage, nee, das Versprechen gegeben, dass ich ihn besser mache als dich. Das wird niemals klappen. Das wird klappen. Das geht nur, wenn du irgendwie dein Yoshi Tryhard gehen ihm irgendwie einprügeln kannst. Und das lässt er sich nicht mit sich machen. Der ist halt wie ein Stein. Der macht nur was, wenn man ihm sagt, er soll was machen. Ja, dann sage ich ihm, werd besser als Niklas und dann macht er das. Weiß ich noch nicht, ob das funktioniert. Ich bin selbst sehr gespannt. Ich wünsche mir ja, dass Matteo sogar besser wird als ich in CS. Würde ich cool finden. Ja, er hat auf jeden Fall die Halo-Skills. Ich bin immer motiviertest, wenn die Leute um mich herum also wenn man halt so zusammen trainiert und besser wird und man merkt, okay, die anderen sind gerade so ein bisschen vor einem, so das zieht dann am meisten mit, finde ich. Wenn man immer alleine unterwegs ist, gerade in StarCraft und auch nur für sich alleine trainiert, dann wird es irgendwann, weiß nicht, wird es sehr schnell langweilig. Deswegen habe ich früher, als ich auch noch aktiv gespielt habe, habe ich immer versucht, immer so ein kleines Feld an Leuten zu haben, mit denen ich zusammen trainiere. Und da hat man immer gemerkt, oh krass, der ist gerade voll gut in ZVP und der besiegt mich drei miteinander oder so. Und dann war man viel motivierter, gleich weiter zu trainieren. Klar, man braucht immer Leute, die auf einem ähnlichen Level sind, um sich gegenseitig halt hochzupushen. Das ist wichtig, dass man Genossenschaften findet, mit denen man zusammen spielen kann. Mein persönliches Ziel ist übrigens, einmal Global Elite zu kommen in Counter-Strike. Meinst du, das schaffe ich? Ja, das ist machbar. Ja? Gut. Also wenn du dich ranhältst und auch die Zeit reinsteckst, dann wird das auf jeden Fall nicht so schwer. Ja, jetzt Stream, ja. Ne? Beim Stream will ich 4 Counter-Strike spielen. Okay, das kriegen wir hin. Gut. So, dann, ich sehe gerade, du bist aufgestiegen. Gestern warst du noch Gold Nova Master. Das ist, jetzt bin ich Gold Nova Master. Nee, gestern warst du Gold Nova 3. Genau, jetzt ist ja Gold Nova Master. Das sind Counter-Strike-Skill-Ränge, wenn man die mal zeigen kann vielleicht, auf Niklas' Rechner. Genau dort sieht... Nee, das ist mein Rechner. Das ist der falsche. Genau, der hier. So, da sieht man 4 Sterne. Mhm. Das ist ungefähr Durchschnitt. Die Ränge in Counter-Strike sind quasi Silber. Dann kommen die Goldsterne, 1, 2, 3, 4. Dann kommen so AKs, ein AK... Dann mit einem Kranz, eine Doppel-AK, da kommt der Sheriff-Stern, da warst du ja schon mal. Genau, letztes Jahr war ich einmal Sheriff-Stern.
Genau, und dann kommen die Adler und der ganz, ganz specialige Kram, wo wir hinwollen alle. Ja. Genau. So, das heißt, du bist noch im Mittelfeld, aber dafür bin ich ja da, um was dich da... Was bin ich so, wenn ich das mit StarCraft vergleiche, was bin ich da gerade? So Platin? Gerade angekommen vielleicht? Nein, das ist noch Gold. Ist noch Gold? Das ist noch Gold. Okay. Echt? So krass? Ja. Also, ey, guck mal, da kommt ja noch eine Menge vor dir. Ja, ja, ich habe gedacht, so ab Eagle geht's dann so richtig los erst. Mit dem Skill-Peak so. Ja, eigentlich geht's erst richtig los. Es gibt ja viele private Ligen in Counter-Strike. Ja. Wie heißen die? Genau, ESA, Faceit. Da muss man auch für zahlen leider. Ja. Aber viele gute Spieler, weil es dort auch einfach bessere Server gibt, spielen halt einfach dort. Spielst du auch selbst? Ich spiele da auch manchmal. Hast du nicht selbst ein Team? Ich habe selbst ein Team. Die Multivitamin-Männer. Shoutouts gehen raus an meine Jungs. Und die sind alle Global Elite, oder was? Ja, die sind alle Global Elite. Aber das ist ja nicht so... Aber habt ihr da irgendwie einen Anspruch oder ein Ziel, dass ihr irgendwie euch mit Pros messt? Oder wie ist das? Also, keine Ahnung. Unser Ziel ist einfach gewinnen. Das macht einfach am meisten Spaß. So, wir gehen ins Game und gewinnen einfach. Ja. Und da spielt ihr aber nicht normale Ladder, sondern dann Faceit, oder? Ja, das Problem ist, die einen haben das, die anderen haben Faceit, die anderen spielen Matchmaking. Das ist immer schwierig. So, hauptsächlich spielen wir dann nur zusammen, wenn irgendein Tournament läuft. Ja. So, und so, ansonsten... Also Tournament spielt ihr auch? Das machen Pro-Teams tatsächlich auch, dass sie gar nicht so viel miteinander trainieren. Außer halt solche Map-Strategien. Wie jetzt so Fnatic oder so? Ja, um halt ihren eigenen Skill auszuarbeiten. Weil wenn man immer seine Teamstruktur spielt, dann ist man eingeengt nach einer Weile. Weil man, wenn man jetzt zum Beispiel Matteo nimmt, der dann die wie gestern die Smokes wirft, seine Pythagoras-Smoke, in diesem Doorroom, wenn er die ganze Zeit das macht, dann weiß er gar nicht, was auf den anderen Spots abgeht und wie er sich dort zu verhalten hat. Und entwickelt dafür kein Gespür oder verliert es. Und um das up-to-date zu halten und auch die ganzen Playstyles von anderen zu verstehen, muss man halt mit vielen verschiedenen Leuten spielen. Ja, und dann spielen die quasi mit der Konkurrenz zusammen, oder was? Ja, es gibt häufig Streams, wo sich die Profis einfach zusammenmischen. Hauptsächlich auch nur, weil sie... Aber ist das nicht irgendwie dumm? Weil du zeigst ja dann quasi, was du kannst, den anderen. Ja, die spielen for fun, zeigen ihren individuellen Skill. Ja, aber es sind noch Pros, die trainieren doch eigentlich. Aber die Teamstrategien werden dort ja nicht gezeigt. Das, was sie... Und das ist wichtiger als der individuelle Skill. Auf jeden Fall. Weil man spielt irgendwann auf ein Level, da kommt man um die Ecke, da ist man tot, wenn man nicht weiß, wie man zu handeln hat. Ja. Wenn da keine Flashbang vom Teammate da ist, dann wird das nichts. Und selbst wenn sie da ist, wissen gegnerische Teams auch, wie sie das kontern. Und da geht es dann richtig ins Mindset. Wenn man jetzt Matchmaking spielt und die Bombe liegt, kommt A, dann würden alle zu A gehen. Wenn ein Pro-Game laufen würde und die Bombe kommt A, man würde sie dort sehen. Aber sie geht da nicht hin. Die Leute bleiben immer noch auf B. Oder versuchen, von hinten zu kommen. Tun das aber meistens auch nicht, weil vielleicht noch jemand wartet hinten. Ja. Das ist sehr häufig. Ja, das haben wir ja gestern schon bei uns sogar gesehen. Ne? So mit uns kacken, ups, hast du uns ein paar Strategien gezeigt. So die simpelsten wahrscheinlich, die es gibt. Sofort haben wir damit gewonnen, zwei Maps. Ja, war auch knapp. Aber ihr habt auch euch gut geschlagen. Das hat Spaß gemacht. Ja, also Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. So, weil ich muss heute Solo-Queue spielen. Das heißt, ich krieg so 4 Random-Bobs. Wie ist das allgemein in Counter-Strike? Wie verhält man sich da, wenn man Solo-Queue versucht, besser zu werden und nicht jetzt unbedingt Teammates mit sich dabei hat? Du hast immer Teammates dabei. Ja, ich meine, also wenn man die nicht kennt. Man hat immer jemand anderen, man weiß nicht, wie die sich verhalten. Wie verhalte ich mich jetzt als individueller Spieler, der in der Solo-Queue besser werden möchte? Muss einfach freundlich sein und versuchen, das Spiel richtig zu spielen. Dann sind die meistens schon zufrieden. Was heißt das, das richtig zu spielen? Wirklich auf den Sieg zu spielen und versuchen, das Beste zu geben. Keine Kacke machen, also nicht irgendwie aus Spaß jetzt den Teammate nerven, weil die wollen vielleicht gewinnen, die wollen besser werden, die haben dieselben Ziele. Es gibt immer so verschiedene Arten von Spieler. Es gibt halt einmal die wollen wirklich besser werden, die versuchen ihr Bestes dafür. Es gibt welche, die spielen wirklich just nur for fun. Das ist natürlich auch lustig, aber bei bestimmten Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Zeit Granaten Richtung seinen Teammate wirft, das ist für sich lustig, aber für das Team nicht so. Ja. Und man muss Spaß haben mit seinen Teamkollegen vor allem. Das heißt, Kommunikation ist halt ein Punkt, der sehr wichtig ist. Deswegen habe ich dir auch ein Mikrofon, das steht da noch. Ach so, das soll ich zum Spielen gleich benutzen. Also wenn du mit denen reden willst, wir hoffen, dass wir hier den Oldschool-Podcaster habe ich hier.
Den stelle ich mir. Der ist auch schon sehr alt. Damit hast du. Damit habe ich angefangen, Bonjour. Der ist jetzt schon insgesamt 5 Jahre alt. Meine allerersten Streams habe ich sogar mit denen gemacht, als ich noch in Lübeck gewohnt habe. Ich weiß nicht, ob irgendjemand zuschaut, der mal einen Stream von mir gesehen hat, vor der ganzen Homer J-Zeit sogar noch, wo ich in Lübeck angefangen habe zu streamen. Da hatte ich nämlich auch teilweise schon 500 bis 1000 Zuschauer. Richtig krass. Ich war einer der ersten überhaupt, die mit Mikro und dann mit Webcam gestreamt haben. Mhm. Ich mach mal Let's Player. Ja, ich weiß. Du hast mal Pokémon Go Let's Play, ne? Pokémon Go? Nein. Pokémon, die alten Teile. Richtig. Ja, ja, da können wir mal ein andermal drüber reden. Weil die Leute, die werden dich ja noch oft genug auf jeden Fall sehen. Ne? Du wirst ja auch so nach und nach etabliert. Du sollst in den Talk-Formaten auch mitmachen. Und auch dein eigenes Format irgendwann bekommen. Ne? Aber wir fangen erstmal so an, dass du uns coachst. Dann lernt man dich so ein bisschen kennen. Und ja, ich würde sagen, hüpf ins Game. Wir haben ein bisschen geredet. Und ich soll jetzt einfach ein Spiel suchen, oder was? Genau, fine game. Da gehst du auf Competitive. Mal so ganz kurz zwischendurch. Die Sub-Badge hakt irgendwie ein bisschen rum. Und deswegen ist Niklas verziert mit einem wunderschönen Sub-Badge auf seiner Stirn. Dann macht die Sub-Badges aus. Ja, mach die doch erst. Du kannst die im OBS, kannst du einmal auf das Auge klicken von der obersten Ebene. Da, wo Twitch-Emotes steht. Alles klar, ich versuch's. Kannst einmal aus und wieder anmachen. Alles klar. Und du hüpfst jetzt ins Game. Du suchst dir... Darf ich mir die Maps aussuchen? Ja, du darfst dir eine Map aussuchen. Eine. Nur eine. Dann spiele ich Cash, weil die haben wir gestern so schön geübt. Du möchtest Cash spielen? Ja. Okay. Das ist auch eine meiner Lieblingsmaps. Kennst du alle Maps, die relevant sind? Cedric, wir können einmal hier raufgehen, dann kann ich einmal kurz erklären, welche ich kenne und welche nicht. Sofort. Warte mal kurz, ich leere jetzt kurz meinen Kaffee. Dim, dim, dim. Ja, hier sieht man die Maps. Ja, also, ich kenne eigentlich alle Maps. Ich habe ja angefangen tatsächlich mit CS 1.1 oder so. Habe ich bis 1.6 gespielt. Und dann kam Warcraft 3, das hat das dann für mich abgelöst. Aber mein erstes richtiges Spiel war eigentlich so Counter-Strike. Das haben wir im Freundeskreis gespielt und wir haben auch immer so LANs im Feuerwehrhaus und so weiter gemacht. So ohne Internet. Das habe ich nie gemacht. Das wäre richtig schön. Ja, du bist ja auch noch jung. Wie alt bist du? Geht eigentlich, 22? Ja, ich bin 28, ja, 6 Jahre. Alter Sack. Ja. Geht ja nicht. Aber die Pros sind da teilweise auch älter als CS, ne? So die, die NIP-Boys so. Kommt drauf an. Es gibt NIP. Es gibt sehr junge Pro-Spieler. Ja. Es gibt auch sehr alte Pro-Spieler. Ja, aber wie alt sind die NIP? Die haben doch alle Bärte und so, die sind doch schon älter. Ja, da sind Ältere dabei, aber ich glaube, sind ein paar Junge dabei. Ich glaube, Getright ist noch sehr jung. Obwohl, mittlerweile ist der auch alt. So, also prinzipiell kenne ich alle Maps, weil die gab es alle schon in 1.6, außer Overpass. Aber, beziehungsweise ich glaube, die gab es auch irgendwann, aber die habe ich nicht mehr mitbekommen. Aber ich muss sagen, Overpass ist eine meiner Lieblingsmaps, jetzt hier, seitdem wir CSGO spielen. Du kannst auch gerne Overpass spielen, wenn du möchtest. Ich muss mal ein paar Mal hier wirklich. Du kannst auch gerne Cash und Overpass reinmachen. Ja, okay. Overpass, also Inferno mag ich auch sehr gerne, aber nur, wenn ich mit Leon zusammen spiele. Inferno ist aber neu gemacht worden. Habe ich schon gesehen, ja. Mit Leon, also mit Red Panda, weil wir spielen immer zusammen Banane, wer das kennt. Und das macht mega Spaß, zusammen den B-Spot zu halten als CT. Mirage ist meine least favorite Map. Die mag ich überhaupt gar nicht. Die funktioniert auch schwierig. Ich weiß immer nicht, gerade im Public Matchmaking, weiß ich überhaupt nicht, wie ich mich dazu verhalten habe. Train habe ich fast noch gar nicht gespielt. Das 2 spiele ich prinzipiell gar nicht, weil ich die früher schon irgendwie tot gespielt habe und mir gefällt die auch nicht, wie sie jetzt auch gezeigt. Also alles, was ich sehe, das gefällt mir eben nicht auf das 2. Das ist so entgegen meines Playstyles eigentlich. Ja, aber sonst kenne ich alle. So die hier unten, die spielt man halt alle nicht, ne? So ab Aztec spielt man eigentlich nicht. Richtig, nur die mit diesem Active-Duty-Zeichen, ja, was da oben links in diesen Map-Bildern drin sind, in den Map-Thumbnails. Ja. So, dann Gas also, mal los. Cash, Overpass spiele ich. Darf ich dann auch Sound und so richtig haben? Ja, du kriegst Sound. Also auf meinen Ohren? Ja, einfach rein. Und du redest dann mit mir während des Spiels oder wie machen ja, wir ich, das? Ja, ich rede dich zu. Okay, also ich verstehe dich so, ne? Aber muss halt vielleicht manchmal ein bisschen schreien. Hast du eine Taste, um in-game zu reden? Oh fuck, ja, ich glaube schon. Es gibt ein Warm-up, da kannst du das machen. Ja. Guck mal, ich habe ein neues Item. Sehr schön. Ein Skin, es gibt Skins in Counter-Strike. Ja. Sehr schön. Ich interessiere mich hier überhaupt nicht für Cosmetics. Wie ist das bei dir? Für Cosmetics, also mir ist das auch egal, eigentlich. Aber irgendwann, wenn man mit bestimmten Leuten spielt, hat jeder Cosmetics.
Ja, dann bist du im Zugzwang oder was? Ja, da bin ich voll im Zugzwang. Mir ist das halt völlig egal, in jedem Spiel. Also wirklich, mir ich habe Leute im Team, die haben einen Inventory-Wert von über 6000. Ja, aber das ist mir wirklich egal. Guck mal, Overpass haben wir direkt bekommen. Mag ich sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich gut bin auf der Map, aber ich mag einfach das Map-Design. Die gefällt mir. Und ich stehe am liebsten als CT auf der Treppe, da im Connector. Da gefällt es mir sehr gut. Der Connector ist wirklich, wenn man sich Overpass ansieht, ist es, viele kennen die Map wahrscheinlich nicht. Lauf mal ein bisschen rum am besten, um die Map zu zeigen, für die, die es nicht kennen. Okay, ich habe Voice. Du hast Voice? Ja. Super. Schau dir mal die Map an, das ist der A-Spot. Man spawnt auch einem A-Spot als CT. Du startest auf der CT-Seite, jetzt gerade Warm-Up. Genau, das hier ist der Bomb-Spot. Das ist wahrscheinlich auch wieder hier abgegrenzt durch die Genau, Dinge, durch ne? die Linie. So, und ich laufe am liebsten hier hin. Das ist halt immer unterschiedlich, je nachdem. Du musst dich natürlich auch anpassen, das ist Solo-Q. Hier stehe ich gerne. Was deine Teammates machen. So, am besten ist halt, wenn du wirklich deine Position immer gut anpasst. Hier können sie kommen. Weil dann hast du den besten Impact. Hier zeige ich dir was. Zeige ich dir gleich. Okay. Zeig ich erstmal nochmal die Map. Das ist der Connector. Genau. Der heißt Connector, weil er B und A connected. Die Terroristen können halt hier immer schnell zwischen B und A rotieren und sind sicher, weil es halt nur diesen einen Gang gibt. Das wäre B Short, wo du gerade durchgehst. Das ist der Bombspot B. Und oben links, wenn du da hinschaust, dort kommen die CTs von Heaven und... Genau, da. Genau. Und da unten links können die auch noch rauskommen. Und da. Richtig. Das ist eine sehr rotationslastige Karte tatsächlich, weil die Wege für die Terroristen recht weit sind zu dem Bombspot. Und halt für die CTs nicht so weit. Muss mal hier auch meine Settings machen. Da. Okay, ich sag, dass ich Connector gehen will, ne? Hi, I go Connector. Armor? Ja, Armor kannst du nehmen. Jetzt musst du natürlich schauen, wie viele Leute B gehen. Wenn nur zwei B gehen, dann würde ich dir raten, mit B zu gehen. Drei gehen B. So, jetzt kommt Connector und keiner geht Mitte. Du gehst jetzt nicht Connector, gehst da oben hin schnell. Okay, nicht. Wir hättest schauen sollen, ob da Gegner kommen. Ich soll hier bleiben? Ja, jetzt musst du erstmal hier bleiben. Wenn da was kommt, fall sofort zurück. Ist B. Rotier in den Connector und geh B. Ich höre dich gerade ziemlich schlecht. Dann schreie ich. Die schreien gerade so rum. Müssen gleich nochmal was ändern. Du hast sie. Easy. Headshot. Noch ein. Easy. Easy. Geh in Deckung und lad nach. Geh in Deckung und lad nach. Und wieder raus und Angriff. Sehr schön. Nur noch einer. Bombe down. Das heißt, du kannst die Tür zumachen und die Bombe campen. Tür zu? Yep. Oh, wo war der? Der war noch im Spawn. Yep, der ist noch dort in diesem Tunnel. Kann er gleich passen. Kannst du einmal so kurz peeken. Und ihn holen? Da war er doch. Hol ihn dir. Drei Headshots. Du Skiller. Richtig sick. Das war gut, oder? Das war sehr gut. So, was, eine MP? Ich kaufe mir immer die hier, MP7 gerne. Das ist halt Geschmackssache. Ich kaufe mir die MP9 sehr gerne, weil die ist sehr günstig. Kaufe mir schon Granaten in der zweiten Runde? Ja, klar. Smoke-Granate, HE. HE? Also High-Explosive-Granate. HE soll ich mir auch kaufen? Ist jetzt nicht so schlimm. Wichtig ist, dass du immer in Time da bist. Ja. Ja, wenn er nicht Connector geht, dann kannst du reingehen in den Connector. Und da halten. Die Flashbang war gut gedacht. Ist aufpassen, Bombe ist oben. Du siehst auf der Minimap. Mach die Tür zu und geh hoch. Dein Mate hat ihn. Fuck. Dein Mate hat ihn. Dem gekauft, oder? Klar haben sie gekauft. Weil sie können nächste Runde nicht kaufen, die Terroristen. Cedric, kannst du meinen Sound ein bisschen leiser machen, damit ich Yoshi besser höre? Klar. Sehr gut. So um die Hälfte leiser. So, jetzt sieht man hier, ist natürlich sehr chaotisch, diese Solo-Q-Games. Die suchen den Gegner. Ja, die anderen haben alle überlebt. Ist so schöner? Jetzt sind sie auf einer Eco. Jetzt kannst du dir theoretisch wieder eine MP kaufen. Soll ich? Ja. Welche kaufst du gerne? Ich kaufe die MP9, die ist sehr schön. Und vergiss deinen Armor nicht. Dann kannst du Connector gehen. Jetzt geht der dahin. Dann musst du oben spotten einmal. Einmal gucken, ob da wer ist. Und dann sofort wieder zurück. Nichts da. Das callst du dein Team. Du sagst dein Team, dass Mitte Tier ist. Dass es wahrscheinlich B Rush wird. Der hat gesagt, das ist L. Okay, B. Da ist einer Short links von dir, draußen.
Könnte noch einer sein. Sehr gut. Nachladen. Nice. Achte darauf, dass du auch ein bisschen auf die Minimap schaust, wo die Bombe ist, wo du Gegner siehst, wo wer sein könnte. Patrick, kannst du mich noch leiser, kannst du den Ingame-Sound noch leiser machen? Soll ich mir eine M4 kaufen jetzt? Jetzt solltest du am besten upgraden. Oder du bleibst bei der Waffe und... Jetzt bin ich zu spät. Ist nicht so schlimm. Okay. Good job, guys. Immer motivating bleiben. Und nur die wichtigen Calls machen, dann lieben dich die Leute. Und dann läuft das Game auch gut. Aber jetzt musst du halt ein bisschen defensiver spielen. Sobald du Gegner siehst, würde ich nicht sofort... Das war ein bisschen zu leise, Cedric. Würde ich nicht direkt ins One-on-One-Gefecht gehen, weil die Gegner haben Waffen. Fuck. Jetzt würde ich zum Beispiel zurückfallen. Komplett zurückfallen, Granate hinterher. Das A. A mit. Dein Mate wird sterben, wenn er face. Du kannst dich jetzt hinter Side verstecken bei Truck. Das ist links hinter dir. Genau, da kannst du rüber. Da ist schon einer. Und hier kannst du up-aim halt. Er muss aufpassen, dass da rechts lang auch kommen kann. Das hat dein Mate jetzt gerade nicht. Aber sie kommen eh über Mitte da links. Deswegen immer kurz reinfacen und die holen. Nur kurz immer. Sehr gut. Bombe ist noch einer. Noch ein Peak. Bombe ist down. Deswegen wäre gut, wenn alles geklärt wird, was da ist. Sehr gut. Ist noch ein Frag gemacht. Richtig gut hier. Was ist denn los, ey? Ist ja richtig easy. Ja, eigentlich ist der Plan, wenn du was falsch machst und du tot bist, dass man mir kurz zusehen kann, um was zu zeigen, aber das ist halt... Bisher war gut, oder? ...nicht der Fall. Lauf mal in den Connector. Ja, der ist halt immer der andere dabei jetzt. Der läuft immer dann vor. Dann sag ihn freundlich, kann ich bitte in den Connector gehen, wenn das deine Position ist. Dann ja, okay, jetzt bin ich alleine. Jetzt kann ich laufen. Ich werfe eine Flash um die Ecke und peek dann einmal. Ist das okay? Du kannst eine Flash werfen, aber nicht so, wie du es jetzt tust. Sondern? Guck dir das hier an, was ich hier links mache. Warte. Okay, mach es. Er muss mir gleich kommt eh gar keiner. Connect das hier. Du kannst es upsmoken, dann kannst du nämlich short gehen. Warte, und short checken. Hoch. Okay, sie sind short. I think it's die wissen, dass du da bist, weil ja. Sie spammen. Du könntest eine Flashbang da oben durch das Window werfen und die Tür aufmachen. Ja, it's speed. A is clear. Den hast du. Immer kurz face. Passt. So, jetzt kann man auf meine Sicht kurz gehen. Dann zeige ich dir nämlich kurz was. Ja, zeig mal. So, nämlich wenn du in den Connector läufst, ist sehr gut, dass du eine Flashbang werfen willst. Nur diese Flashbang, die du wirfst, die fliegt ewig und poppt auch noch hier. Und die Leute, die da hinten stehen, werden nicht geflasht. Oh. Was du machen kannst, ist, wenn du reinrennst, hier in die Ecke und einfach eine Rechtsklick-Flashbang hier hin machen. Und dann kannst du sogar schon peeken, bevor die poppen. Die sind alle voll. Oh, nice. Zeig sie nochmal. Hast du noch eine? Yep. Du gehst hier in die Ecke, auf diese Linie ungefähr, dieses schräge Ding. Du machst einfach rechts durch und gehst einfach davor. Krass. Okay, die tried. Alles klar, dann können wir jetzt wieder zurück zu Niklas. Der AWP, mein Kumpel. Ein Klatsch, 1 gegen 1. Ja, das ist jetzt interessant. 24 Sekunden, ist auf A, weil die Molly geworfen worden ist, wurde geplantet. Okay. Kann jetzt auf Short oder Lang sein. Oh. Das hat der Terror gut gemacht. Ja. Die hatte er doch, oder? Guter Versuch. Okay, ich habe aber trotzdem Kohle. Meine Mates, ja, wir sind gerade reich. Ich kaufe wieder voll. Gut, ich versuche die Flash mal. Aber die wissen jetzt, dass ich da drin bin. Soll ich mir irgendwann einen anderen Spot suchen, wenn die mal wissen, dass ich da bin? Die werden vielleicht versuchen, dich zu holen da. Und dann ist doch perfekt, wenn du sie da alle holst, wenn sie okay, voll sind. Dann werde ich jetzt mal die Dings versuchen. Wer will mit einer AWP? Und warte auch immer. Kurz achte auf den Sound, wenn du da unten was hörst. Geh in die Kante, da links runter. Links, guck mal, nicht dahin. Ich wollte es erstmal testen. Connector ist clear. Guck dir das hier einmal kurz genau an. Schau mal. Warte. Flash ihn nochmal. Geh in die Kante. Nach links, nach hinter dir, noch viel weiter. Genau da, und jetzt rechtsklick. Und bam. Noch einer. Easy. Und jetzt face. Bam. Easy. Und jetzt smoke up. Und der letzte ist B, geh short, er ist short, da jetzt. Genau. Da ist er. Er ist down. Boah, die ist ja richtig nice, die Flash.
Ja, du bist ein bisschen, du musst richtig da rechts an der Kante rein ja, facen. Ja, okay, I see. Sonst flashst du dich selber. Good job, guys. Roger that, boss. I'm gay. Er hat gesagt, I'm gay. Ja, warum lachst du? Hast du was dagegen? So, nice, but ist halt so CS-Komik. Finde ich lustig. Ich finde das sowieso schön, dass in CS Voice-Chat drin ist. Das ist ja bei vielen Spielen nicht so. Okay, direkt nochmal. Dass man das wirklich auch so benutzt. Direkt an die Ecke, hier so? Ja? Nee, in die Ecke unten bei der Treppe, dass du das stuck, genau. Und jetzt rechtsklick. Oh, ich hab linksklick. Was mach ich jetzt? Mach einfach rechtsklick. Mach schnell. Komm, nimm eine Flashbang und mach's einfach. Bomb ist Connector. Tschüss. Wie nice wäre das? Kannst du absmoken hinten. Dann können die da nichts mehr machen. Muss aufpassen, dass oben könnte jemand kommen, weil da kein Mate mehr ist, ne? Ja. Das musst du halt halten. Und vielleicht der Mate sagen, dass sie dir im Connector helfen sollen, weil die Bombe down ist. Hab ich schon gesagt. Ja, die jagen die letzten beiden. Guck mal, kommt sogar. Oh, kommt der mit einem Messer um die Ecke? Ich glaub's ja nicht. Very good, MVP. Nice. Was ist denn los, ey? So, wir können jetzt natürlich 10.000 Runden nochmal diese Kaufe ich mir jetzt werden. Kevlar neu bei 91? Nee, wird so ab. Kommt drauf an, wie viel Geld du hast und wie viel du verloren hast. 8.600. Ich kaufe Kevlar eigentlich nur neu, wenn ich irgendwie so unter 55 fall. Aber hauptsächlich Kevlar, selbst ein Punkt Kevlar ist gut, weil du den Aim-Punch quasi verhinderst. Mhm. Weil wenn du kein Kevlar hast und einen Hit kassierst, dann verzieht dein Crosshair. Und das ist nicht so cool. Und wenn du Kevlar hast, passiert das halt nicht. Du musst da an die Kante, an die Linie, genau. An diese Stange da. Keiner da, die wollen nicht mehr. Wenn da keiner ist, dann kannst du upsmoken und short gehen. Very good. Damn. Mit einer Piste. Wenn wir kurz auf meine Sicht gehen. Ja. So. Wichtig ist, wenn du deine Flashbang wirfst. Ja. Nochmal. Es muss schon schnell gehen, dass du auf diese Stange da wirfst. Mit dem Rechtsklick und dann rein. Wenn da nichts ist, ist die beste Option hier abzusmoken, weil du dann hier auch kämpfen kannst. Besser als wenn du die ganze Zeit diesen ja. Winkel hier nimmst. Soll ich direkt die Tür aufmachen? Okay. Dann kannst du so fighten. Meine Mates haben geregelt. Das läuft schon. Connector only auf Overpass. Ich bin Erster. Natürlich, ich bin Erster. Du bist ja auch der beste Spieler. Let's go. Oh, jetzt will er, glaube ich, Connector. Warum? Warum wechselt er Position? Lass ihn doch. Die Leute wollen halt nicht immer dasselbe spielen. Ja. Bleib mal hier erstmal. Das bringt nichts, weil dein Mate ist da oben und da kann keiner kommen. Wenn du auf die Minimap schaust, dort doch, It's three guys came up. He's Connector. Bombe ist Connector. Bombe ist Connector. Also links kann rauskommen. Ja. They're all coming A. Ja, das war jetzt das Problem, weil mein Mate da reingelaufen ist. Sonst wäre ich ja da gewesen. Geh mal auf meine Sicht bitte. Also, du standest hier, während ein Mate im Connector war und einer schon da oben. Das heißt, du hast quasi nichts gedeckt. Als dann die Gegner gerusht sind, hast du eine Konterflash geworfen. Das war okay. Aber quasi in dem Zeitpunkt war deine Posi nutzlos. Ja. So, Bombe war Connector, dein Mate ist im Connector gefallen. Du hast die ganze Zeit noch hier drauf gezielt. Ja. Da lag zwar eine Smoke, aber das bringt nichts, wenn die hier rauskommen und dich holen. Die kamen da zu zweit und hier kam tatsächlich auch noch einer. In dem Fall musst du halt entweder den Connector absmoken, mollyen und abhauen. Weil Molly kaufe ich immer nicht. Soll ich mir Molly kaufen? Du kannst dir eine Molly kaufen. Du kannst auch eine Smoke kaufen. Das reicht auch, wenn du einfach absmokst. Okay. So, wieder zurück zu Niklas. Let me go connector, please. Roger. Yeah, okay. Dim. Die sind nicht so früh da, das heißt, muss sie nicht so schnell werfen. Achte auf Sound. It's B again, and I think they have out the sniper. Genau, dann kannst du short gehen. Easy, noch ein.
Granate, du hast ihn schon low geschossen. Du kriegst ihn easy mit einer Granate, wenn du gut wirfst. Okay, er ist kaputt. Durch eine Granate Bomb von deinem Connector. Teammate. Ich hab grad ein bisschen gepanickt, sorry. Nice. Das macht Jens tatsächlich auch. Der hat mir gestern auch erzählt, dass er sehr stark unter Druck war. So, gerade wenn die, wenn ich die von hinten sehe, dann bekomme ich immer Panik. Von hinten? Ja, wenn ich halt, wenn ich die off-guard erwische von hinten und eigentlich easy kills habe, weißt du? Soll ich mir jetzt Armor kaufen bei 85? Nö. Okay. Das passt. Wenn ich so sehe, wenn ich irgendwo hingehe und die gucken gerade ganz woanders hin und ich habe easy kills, dann panicke ich immer. Dann tief Luft holen, Zeit nehmen und aim. Hast du ja eigentlich quasi gemacht. Das sah gar nicht so gepanickt aus. Oh, ich hab mich selbst geflasht. Muss halt da rechts runtergehen. Das ist tatsächlich einer. Flash einfach nochmal. Flash einfach nochmal und holen dir. Low, one guy low. Vergiss nicht da ganz an der Kante. Oh fuck. Muss weiter nach links werfen, du hast sie gegen die Wand geworfen. Deine Mates callen gerade, dass B Action ist. Nee, ey. Ey? Echt? Ich weiß nicht, wo die sind jetzt. Die könnten da rechts in der Toilette sein. Also das nennt man Toilets. Einer ist auf lang gespottet worden bei B, aber er ist down. Die sind wahrscheinlich verteilt und warten irgendwo auf Kills. Ich guck mal hier. Ist oh, A. Das Bombe. Bombe ist A. Gut reagiert. Alle down. Meine Flash hat gerade richtig gesackt. Was habe ich denn? Du musst sie genau mittig werfen an die Stahlstange. Ja. Dann wird das schon. Aber wir haben doch schon erfolgreiche Flashbangs gesehen von dir. Gut, dass die so nicht da waren. Okay. Eigentlich weiß ich sie. Ich versuche nochmal. Connector Time. Weiter links, weiter links. Genau. So? Ja, genau. Schön mittig. Ja, das war sie. Ja, du piekst immer noch ein bisschen, kannst immer noch weiter. Whoa. Oh my god. Fuck. Da kam die Short durchgerusht. Ja. Aber leben noch zwei. Das war wirklich doof. Ja, ich weiß nicht, was ich noch groß zum Connector sagen kann, weil ist ja nicht viel. Ja. Außer du bist halt auch noch gar nicht durchgelaufen. Ja, wir sind ja gleich, sind nur noch drei Runden, dann sind wir Terror. Ja, dieses Game ist sehr einseitig tatsächlich gerade. Ja, zu man stark soll nicht den... Du bist zu stark für diese Liga. Aktuell. Meinst du wirklich? Aber ich habe auch gerade irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, allein, dass du neben mir sitzt, das macht mich doppelt so gut wie sonst. Das ist Ausstrahlung. Aura. Keine Ahnung. Energie. Okay, so diesmal werde ich direkt pieken. Ja. Easy. Er versucht es jedes Mal. Normal oben vorgehabt. Kann kommen, hinter dir kann kommen, weil dein Mate hat aufgegeben oben. Aber man weiß eh nicht, wo die letzten sind. Einer ist im Connector gefallen, Bombe down. Ja, ich glaube, die... Ich merke gerade, ich habe meinen Sound die ganze Zeit falsch rum drin. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was hier los ist. Ich habe schon gesagt, hä? Bin ich jetzt dumm oder so? Ja. Ja. Oh Mann, ey. Achtung, Überlänge steht am Truck. Wo? Da, ja. Ah. So, jetzt geht wieder irgendwie einer mit mir mit. Was soll das? Dann geh zurück. Nee, nee, die haben beide eine AWP, die wollen durchpieken. Lass die doch. Die wollen alle Kills haben. Hat er noch. Hast dich gut geschlagen. Das war, ich hätte nicht nachladen. Das war richtig, nicht nachzuladen, oder? Das war richtig, nicht nachzuladen. Da kam ja noch ein zweiter, du hast es noch versucht und du bist ja quasi im Schuss gestorben. Also wenn sie alle ist und trotzdem noch Gegner da sind, dann ja. Zur Pistole wechseln. Aber das du hast ja einen geholt und einen low gemacht. Das hat
ist viel wert. War nur wegen Aiming. Geh mal B. Das ist die letzte Runde. Geh mal einmal B, damit wir hier auch was anderes sehen als die ganze Zeit dein. Ja, aber jetzt. Oh, ich hätte gerne den Connector jetzt noch gefinisht. Na gut. Gut, ich gehe unten lang. Oh, ich habe HP verloren direkt. Dann siehst du, jetzt verlieren wir die Runde. Du bist halt zu weit runtergefallen, da musst du aufpassen. Hier kannst du absmoken. Ich mach so. Ah, das bringt nichts. Aber sah profimäßig aus auf jeden Fall. Meinst du, Bombe ist down auf der Top-Mitte. Einer ist B lang, das ist der letzte bei dir da. Genau. Das ist der letzte? Das ist der allerletzte. 15 HP. Schafft er es, den letzten Frag zu geiern? Nee. 13-2, diese Games sind. Mal gucken, vielleicht verliert er jetzt noch. Wir müssen halt drei Runden jetzt holen. Okay, was mache ich? Jetzt kommt halt die Terroristenseite, da kannst du nicht so campen. Kann ich jetzt Connector als Terror? Du kannst als Terror in den Connector. Kaufe ich mir dafür nur Kevlar? Ich würde dir raten, Kevlar zu kaufen, weil du. So, wenn ich Terror spiele im Open Pub Matchmaking, habe ich immer das Gefühl, alle laufen mir hinterher. Dir? Ja. Ich weiß nicht warum, Calls aber alle laufen mir einfach hinterher, egal wo ich hinlaufe. Und eigentlich bin ich ein Lurker. So. Also, wenn ich, ne, von meinem Playstyle her. Ein Beta spiel nicht gerne alleine. In Solo Queue. Weil das macht jeder. Jeder spielt gerne alleine für sich. Aber das will man eigentlich nicht. Okay. Du brauchst nicht Short gehen, weil die Leute gehen gerade hoch. Das heißt, du gehst gerade ein unnötiges. Oh. Du gehst gerade ein unnötiges 1 gegen 1 ein. Warum? Was ein 1 gegen 3 hätte sein können. Weil deine Mates kamen gerade nach oben. Die sind gerade hochgelaufen. Ja. So, und da sind tatsächlich auch zwei Gegner. Hättest du dort geholfen, hättest du richtig Frags machen können. Ich wollte halt gucken, ob einer von hinten durchrusht irgendwie. Ja, das ist ja egal. Wenn ihr in Bewegung bleibt, dann kann keiner von hinten kommen. Okay. Dim, 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 dim. Ist auch schwierig, diese Map tatsächlich. Aber ich finde die schön, ich mag die. Mir gefallen diese schmalen Winkel, das ist alles so die engen Gassen. Der Connector, irgendwie gefällt mir das. Der Connector ist sehr wichtig auf der Map. So, MAC-10 oder MP7? Die werden wahrscheinlich kaufen, Pistols und so, aber ich kaufe die MAC-10 sehr gerne. Gut, dann. Weil damit kannst du richtig schön Call of Duty-Style Run and Gun machen. Einfach laufen. Let's go B. Auf Kopf halten. Die Bombe einmal auf den Boden werfen, weil du wahrscheinlich Entry bist. Ich hab sie wieder. Den Flashbang solltest du besser callen, weil der Mate hinter dir ist Full Flash. Was war eine Smoke? Beast hier. Kannst doch nicht B ist clear callen, wenn da einer kommt. Ja, sorry. Ich hab halt gedacht, da ist keiner. Aber du hast ja nicht alles angeguckt. Ja, okay, das war vielleicht zu früh. So. Ich wollte eigentlich einen Flash schmeißen. Kann er jetzt sein? Der kann überall sein. Ich glaube, die Gegner sind auch ein bisschen gebrochen gerade. Die haben gar keine Lust mehr. Wahrscheinlich flamen die sich alle an oder so. Das ist ziemlich häufig der Fall, gerade besonders in Solo-Queue. Ja. Weil viele Leute wollen gewinnen und verstehen dann gar nicht, warum sie verlieren. Und dann werden sie salzig, dann alle werden sauer und keiner hat mehr Bock, richtig zu spielen. Ich behalte die Waffe, oder? Ja, die können eh nicht kaufen. Richtig. Die wahrscheinlich ist ja viel teurer. Genau, wahrscheinlich haben sie geforst. Und wenn sie nicht geforst haben, forsten sie wahrscheinlich jetzt, aber dann haben sie immer noch nicht genug. Also vielleicht eine Farm was ohne Granaten. Gut, dann hole ich mir sie jetzt alle. Hab ich gerade beschlossen. Und zwar laufe ich Connector. Also von hier aus. Short. Short ist das, ne? Genau, Short. Das ist B-Short. Musst du sofort rechts achten, da kann jemand durchrushen. Sehr gut. Und lang hinter dir könnte auch noch pushen. Rechts da. Hinter dir rechts. Ja, aber das sind doch meine Mates. Sind schon auf dem Spot. Guck mal, Minimap, Junge. Sind die über lang gelaufen? Ja, ich weiß es gerade nicht. Sind einfach durch. Sehr gut. Sehr gut, dass du darauf geachtet hast. Ich hab da nämlich nicht drauf geachtet. Ich sag dir, das ist hier drin. Doch nicht. GG. Die kam gerade nice. Von A. Ja, sehr gut. Das war. Das. Ja, schön. War richtig. Jetzt zu einfach. Ja, wie viel Frags hast du? Wurde es ja auch dick gecarried hier. 26,3 hatte der. Ja, aber komm, eine lange Zeit war ich echt Erster. Und jetzt hat der auf der. Terrorseite hat er noch echt Killscode gerade. Die haben auch Frags gesucht. Der Poyat. Besser, sind ja alle losgelaufen und wollten Kills machen. Guck mal, die waren aber silber, die Gegner, teilweise. Ja. Also sonst habe ich immer,
das Gefühl, ich sterbe einfach nur im Solo-Matchmaking. Und ich werde, es gibt immer bessere Teammates und bessere im Gegnerteam. Das war jetzt irgendwie total untypisch. So was war für dich daran untypisch? Naja, dass ich so weit oben war im Scoreboard und dass ich halt auch meine Spots gehalten habe und so auf CT-Seite. Weil du deine Spots halt gehalten hast, dann funktioniert das Spiel auch. Ja. Ich meine, der Connector ist bei Overpass das Wichtigste. Das kann man bei mir mal kurz zeigen, wenn man auf meine Sicht geht. Mhm. Kann man nochmal die Map besprechen. Da haben wir jetzt halt hier den Connector, der quasi für die Terroristen der einzige Gang ist, wo sie durchlaufen können, um zu B zu kommen. Ja. So, wenn der Connector gehalten wird von CTs, haben die Terroristen quasi kaum eine Möglichkeit, zu A zu wechseln. Weil wenn sie zu A wollen, müssen sie von ganz hinten hier komplett rumlaufen, einmal komplett zurück. Das ist viel zu lange. Das ist schon Weihnachten. Und man ist immer noch nicht da. Man ist immer noch nicht da. Man ist immer noch nicht da. Jetzt wäre man vor B. Ja. Und deswegen, wenn man Connector hält, ist das schon sehr, sehr stark auf dieser Map. Weil man die Rotation quasi unterbindet. Und wenn man im Connector bleibt und jetzt beispielsweise alle zu A laufen, kann man immer auch noch von hinten kommen, weil der Connector sehr weit hinten gesetzt ist. Das heißt, die Gegner sind schon sehr weit vorne hier irgendwo und müssen sich um die Leute, die von Zeit sind, kümmern. Während du die halt von hinten flanken kannst. Deswegen Connector-Kontrolle ist super wichtig auf dieser Map. Um das nochmal zu unterstreichen. Ja. Zurück ins Studio. Okay, nice. Freue mich, dass ich hier mal jemanden hab, der mir das alles irgendwie so erzählen kann und der meine Fragen auch beantworten kann. Das ist übrigens Yoshi, unser Produktionsleiter und Global Lead-Spieler in Counter-Strike. Den werdet ihr noch öfter sehen vor der Kamera. Und das hier ist Teach Me Senpai, unsere neue Coaching-Live-Sendung. Wir streamen übrigens jeden Tag, montags bis freitags, 18 bis ca. 24 Uhr. Und liebe Zuschauer da draußen, es geht gleich weiter nach einer 6-minütigen Unterbrechung. Große Pause ist angesagt. Bis gleich.